Hallo und herzlich willkommen zurück zum Gefängnissimulator. Ich bin gerade am Essen. Und, wo wollen wir denn stehen geblieben? Genau, ich wollte ja zeigen, was wir hier an diesem tollen Ort jetzt hinbauen, während ich eklig schwatze, Räume. Und zwar ein ganz langweiligen Lagerraum, also wo die Sachen, die nicht mehr brauchen und so weiter hintun können. Und mittlerweile sind auch unsere neuen Gefangenen da. Hier, da sind sie. Der Tim. Hallo Tim. Wieder erstmal untersucht. Ja. Was machen wir denn jetzt? Einen Psychologen einstellen. Moment. Guten alten Psychologen. Können wir immer noch nicht. Was ist denn da los? Achso. 23 Minuten. 10, 9, 8, 7, 6. Was ist da denn schwer? Also wirklich, hast du Alkohol mit in den Knast genommen? Das stimmt mit dir nicht. So, Psychologe ist bereit. Er geht in sein Büro. Ja. Haben wir die Aufgabe doch auch erstmal erfüllt. Was wollen die denn? Fünf ernsthafte Beschwerden. Ernsthafte. Ernsthaft? Hast du ernsthafte Beschwerden? Gut. Ja. Nicht raus haben. Hier so. Was machen wir denn jetzt? Mit den ernsthaften Beschwerden. Ich glaube, das ist das Beste. Zumindest für ernsthafte Beschwerden. Und zwar Besuchsrechte. Die Ziele sind, bauen Sie einen Besucherraum, hier voll. Bauen Sie einen Besuchsraum, stellen Sie mindestens 3 Besuchertische auf, bauen Sie einen Gemeinschaftsraum, stellen Sie einen Billardtisch auf und stellen Sie mindestens 2 Fernseher und 5 Telefonzellen auf. Alles klar. Telefonzellen, wo kann man die denn auch hinstellen? Hier, da können Sie. Da können die offiziellen telefonieren. Genauso wie hier. Und dann auch, zack, können Sie auch sitzen. Hier dürfen sie nicht sitzen, dann stehen beim Telefonieren. Aber wird ja wohl nicht so schlimm sein. So, jetzt brauchen wir einen Gemeinschaftsraum. Die Frage ist, wo bauen wir den hin? Und kann man den schnell bauen? Ist das ein Gemeinschaftsraum? Nein. Das ist eine Gefängniszelle. Krankenstation, Büro. Hier. Gemeinschaftsraum. Wegen Klatsch, ich glaube, ich würde hier so. Weil hier das hier da nochmal hinkommt und hier nochmal und da nochmal, dann haben wir so ein Riesengefängnis. Das ist mein Ziel. Deshalb bauen wir den eigentlich mal hier so hin. Aber bevor wir das tun, räumen wir mal ein bisschen auf. Und zwar müsste hier die Mauer hin, genau so. So muss die Mauer hin und so ungefähr müsste das dann gebaut werden. So. Dann warten wir mal wieder auf unsere tollen Arbeiter, die hier toll mitarbeiten. Fleißig schon am werkeln. Die üben da schon wieder einen Aufstand, warum auch immer. Stimmt mit dir nicht. Ach, jetzt weiß ich, was die wollen. Schön, dass sie auf der Liste, Freunde. Nee. Ha. Ich glaube, ich baue den trotzdem. Ah, wohin? Ach, guck mal.
haben sie alles kaputt gemacht. Da muss ich alles nochmal neu bauen hier. Zack. Und dann kommt nämlich hier der Gemeinschaftsraum dran. Ah, passt schon. So ungefähr. Ich hoffe mal, die hauen jetzt alle nicht ab. Hier muss auch noch eine Mauer hin. Damit ich immer hier eine Tür zumachen kann. Und da oben dann halt auch. Die Türen, die kommen später wieder weg. Und da kommen dann andere gewisse Sachen hin. Das werden wir dann aber sehen, ne? So. Wir können ja schon mal was anderes machen. Wir können ja schon mal auf Wartung gehen. Solange das hier alles gebaut wird. Jetzt krieg ich schon wieder Hunger. Hunger hat er. Wie spät haben wir es denn? Kann ich hier... Ne, ist ja... Origin, wie geht das nochmal? So, Origin geht so. Nervensäge, ne. Gut, der braucht jetzt natürlich noch eine Gefängnistür. Hat da keine normale Tür rein. Obwohl, ich glaube, da reichen auch zwei normale. So, so, da könnt ihr noch euer schönes Dings. Die muss nur weg. Die Tür muss abgerissen werden. Und dafür kommt dann eine Wand dahin, damit die gleich nicht abhauen. So, wann ist das fertig? Ich hoffe gleich. So, und weil wir jetzt ja ein bisschen Zeit haben, machen wir uns das hier ein bisschen schöner, würde ich mal sagen. Wir nehmen ein großes Fenster und machen hier mal so zack und zack. Und hier noch eins. Ich weiß, es bringt überhaupt nichts, eigentlich 200 Euro jetzt aus dem Fenster zu werfen. Wie sieht denn das mit dem kleinen Fenster? Hier reicht auch ein kleines Fenster. Guck mal. Das ist ja nur rausgeschmissenes Geld eigentlich. Aber egal. Ich kann es ja auch mal ein bisschen schöner machen. Hier zum Beispiel. Da muss ein kleines rein. Fenster. Klein. Und natürlich kriegen unsere Mitarbeiter. Ja, nicht alle. Die haben kein Fenster. Die brauchen auch keins. Die nach außen hin, die kriegen natürlich auch Fenster. Hier kommt erstmal kein Fenster rein. Das ist mir zu gefährlich. So, was ist jetzt mit dem Raum? Muss auch bald mal fertig sein. Wie sieht es denn jetzt mit Einsatz aus? Wir haben hier 1, 2, 3, 4 und haben 6. Okay. Obwohl, hier sollten auch immer 2 eigentlich sein. Hier muss jetzt auch immer einer sein. Das heißt, ich sollte natürlich noch zwei mindestens einstellen. So. Ja, und du, wir kriegen noch einen Mitarbeiter. So. So, was ist denn jetzt mit dem Raum da? Oh, da fällt mir nämlich gerade auf, wir können ja auch noch, das müsste gleich wieder weg. Ja, toll dahin gebaut. Wir können ja auch noch einen Mitarbeiterraum natürlich gleich machen. Das ist eigentlich ganz wichtig, damit unser Personal, das muss sich ja wohlfühlen. Büro nicht. Da, Personalzimmer. Vielleicht hier hin. Oder hier so dran, dann muss man durchs Büro. Für jeden. Das passt vom Dings nicht. Eigentlich gefällt mir das am besten da.
Ich klatsch mal da ein. Hauptsache, meine treuen Mitarbeiter hier meines schönen Gefängnisses sind zufrieden. Das ist immer am wichtigsten. So, und bevor ich das jetzt vergesse, können wir uns auch schon mal um die nächste Sache kümmern, die ich machen wollte. Und zwar, wo baue ich das hin? Eigentlich müsste das... Ja gut, jeder kriegt seine eigene. Eigentlich ist das hier so hin. Schwierig, schwierig, schwierig. Gibt's das als Dings? Nee, wa? Nein. Aber wir können gucken. Und zwar möchte ich eine... Ach, kann ich ja noch gar nicht. Ich möchte gar nichts. Ich möchte... Da. Gefängnisarbeit möchte ich nämlich haben. Dazu brauche ich aber noch ein Büro, merke ich gerade. Kommt hier noch ein Büro hin. Und wir haben unseren schönen Personalraum hier, schönes Sofa, Getränkeautomat, da können sich top ausruhen. Ist doch was Schönes. So, 1000 sollten wir hier immer als täglicher Cashflow haben. Das ist immer von Vorteil. Und wir können, wo wir gerade auch Geld haben, so nochmal so Kondensator hin tun, klatschen. Aber jetzt erstmal die Frage. Bauen Sie einen Besuchsraum? Das können wir auch mal machen. Das Problem der Sache ist nur, wenn wir später hier auch noch Gefängniszellen und sowas, dann müssen die ja auch dahin kommen. Aber das soll natürlich nicht so sein, dass die alle dann abhauen können oder sowas ähnliches. Also wo baue ich den Besuchsraum hin? In den Besuchsraum müssen natürlich die Besucher, die kommen hier glaube ich rein. Wo baue ich den? Baue ich den dann hier so hin? Ich weiß ja nicht, Freunde, ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich baue den da hin. Was haben wir denn? Wir haben hier einen Besucherraum. Besucherraum. Nee, kein Besucherraum. Dann gucke ich mal, was der braucht. Können wir den überhaupt schon? Doch da. Mindestgröße 3x3, wie ich das jetzt gelesen habe. Okay, dann machen wir ein Fundament. Machen schöne gemauerte Dingeskirchen. Ich mach mal so einen großen, schönen großen Besucherraum. Zack. Dann können die schon mal wieder weg. Abreißen. Auch du abreißen. Nicht wegwerfen. Die können wir nämlich in unser Lager packen. Hier stehen ja auch noch große Fenster und so. Baumsturm. Steht da alles noch schön drin. Das kann man nämlich normal benutzen. Zugang, richtig. Erstmal kriegst du eine Tür von hier. Und dann kriegst du aber eine Gefängnistür von da. Aber das geht nicht. Warum? Das Fenster im Weg. Abreißen. Schön abreißen. So. So, Gefängnistür. So, da brauchst du sowieso kein Fenster, also auch weg damit. Weg damit. So, was ist jetzt mit Gefängnisarbeit? Benötigt Vorarbeit, den muss ich erst einstellen. Oder? 5 Stück kann ich einstellen. Haben sie auch geändert. Der kriegt hier sein Kackbüro da, hier. Kannst du ohne Strom, brauchst du auch nicht. Strom ist was für Vernünftige, nicht für Vorarbeiter. Quatsch. So, kriegt er auch Strom. So, jetzt aber hier im Besucherraum jetzt. Ja, hier sollen eigentlich die Besucher rein, durch diese Personaltür. Und hier sollen die Gefangenen dann durchkommen. Das ist so der Plan.
Das klappt, ist natürlich eine andere Sache. Ups, das sieht eigentlich ganz gut aus. Sieh, warum das hier immer so lange dauert. Jetzt ein LKWs, wo die wieder bleiben. Ich weiß nicht. So, eigentlich. So, mal gucken. Ja, hier sind schon zwei. Obwohl hier keiner ist, aber der ruht sich wahrscheinlich aus. So, zählt denn das mit den Telefonzellen noch? Brauchen sie 5 Telefonzellen, habe aber nur 3. Weil die anderen mussten ja wieder weg. Tja, egal. Das macht nichts. Aber es wäre schön, wenn die jetzt endlich mal hier fertig bauen würden. Das wäre so schön. Hier kommt nur Essen, ne? Was ist denn da jetzt? Muss ich wieder hier. Wie geht das nochmal? Also irgendwie ist das kaputt hier, glaube ich. Was mit dem? Irgendwie verstehe ich das jetzt gar nicht. Warum bauen die das hier nicht fertig? Hallo, was ist damit los? Hat doch einen Zugang. So. Geht doch. So, und dann gibt es nämlich hier diese Form, oder die gab's. Gibt es hier wahrscheinlich noch. Hier die schönen Besucherkabinen. Wo man einfach sagen kann. Ich habe den Raum nicht vernünftig groß gebaut. Das kann man dann vernünftig sagen. So. Und möchte wieder ein bisschen kleiner. Hier kommt dann noch nämlich noch hier die Wand schon hin. Und hier reißen wir die nochmal ab. Damit das genau passt. Also hier keine Häftlinge, hier ist ja so eine Wand zwischen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich von Filmen oder so. Auf einer Seite ist der Häftling hinter einer Glasscheibe und auf der anderen ist der Besucher und ist da ein Telefon zwischen. So ähnlich ist das hier wahrscheinlich auch. Gut, dann will ich den Raum auch schon mal Besucherraum nennen. Hier muss nichts mehr rein, hier muss nur Tisch und so rein, aber da steht, stellen Sie mindestens 2 Fernseher auf. Wo? Zwei Fernseher, da ist nur einer. Da ist noch einer hin. Noch ein Fernseher, die sind auch verwöhnt. Also meine Gefangenen sind verwöhnt. Radio, wo ist denn der Fernseher? Fernseher, 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 kann ich suchen? Fernseher. Hier so ein klein. Guckt hier noch so ein kleiner. Nur damit das erfüllt ist, kann er später nochmal weg. Aber ich wollte eigentlich 3 Besuchertische auf. Das sind wahrscheinlich dann aber die anderen Tische, die sie meinen. Es gibt ja noch den. Der ist aber ja blöd. Ich finde die ja schöner. Und die zählen nicht. Das sind ja auch 3. Obwohl, ich kann die ja wieder löschen, ne? Hier. 1, 2, 3. Betrügen wir mal ein bisschen. Obwohl das unfair ist, weil das sind ja Besuchertische. So, dann könnt ihr die nämlich wieder abreißen. Die kann man an anderer Stelle nochmal benutzen. Ich will die Dinger nämlich benutzen. Ich finde die schöner. So eine Besucherkabine. Was ist doch was Feines fürs Gefängnis. So, damit haben wir jetzt wieder 13.000, obwohl wir viel gebaut haben. Sieht zwar wenig aus, aber wir haben auch viel gemacht. Im ganzen Besucherraum, Gemeinschaftsraum, Personalraum haben wir jetzt gebaut. Und was wir in der nächsten Folge bauen, das sehen wir auch in der nächsten Folge bei Prison Architect. Vielen Dank fürs Zusehen.
Lasst auch einen Daumen da, das würde mich freuen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, wie immer Kritik in den Kommentaren bitte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.